Doch so sollten wir fragen, welche Opfer wollen unsere Politiker und die Superreichen selbst bringen, um das Klima zu retten? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, Anfang November kamen Staatsoberhäupter und Superreiche aus aller Welt in Glasgow zusammen. Über die Köpfe vor allem der Europäer hinweg sollte beschlossen werden, welche Einschränkungen zur Rettung des Weltklimas der Bevölkerung, insbesondere in Europa, auferlegt werden sollen. Fossile Brennstoffe sollen in Westeuropa durch neue Energien ersetzt werden. Um neue Energien überhaupt wettbewerbsfähig zu machen, werden die Subventionskosten auf alle anderen Energieträger umgelegt. Die Strom-, Heiz- und Benzinpreise werden dadurch also immer weiter steigen. Die Produktionskosten der deutschen Industrie werden ebenso steigen, sodass immer mehr deutsche Arbeitsplätze ins Ausland, vor allem in die Nicht-EU-Staaten, verlagert werden. Ich berichtete Ihnen bereits auf Facebook davon. Deutsche Unternehmen investieren jährlich rund 65 Milliarden Euro in Produktionsstätten im Ausland. Andererseits zieht Deutschland nur geringe ausländische Direktinvestitionen an sich. Das bedeutet, der Industriestandort Deutschland wird zusehends unattraktiver, ganz entscheidend durch die Klimapolitik. Und auch Fleisch soll teurer werden, um es zum Luxusgut zu machen. Schon heute preisen das Weltwirtschaftsforum, NGOs und manche Lehrer in deutschen oder britischen Schulen, wie eiweißreich doch Würmer und Insekten seien. Ich fürchte, noch vor Ende dieses Jahrzehnts werden beide auf den Speiseplänen unserer Haushalte in Deutschland und auch vieler Restaurants stehen. Fliegen und Autofahren werden zu Luxusgütern, die sich bald nur noch wenige leisten können. All das sei nun übereilig, so warnte der britische Premier Boris Johnson. Zitat: Es ist eine Minute vor Mitternacht und wir müssen jetzt handeln. Und Ursula von der Leyen fügte hinzu: Wir müssten große Opfer bringen für das Klima. Das, Zitat, schuldeten wir unseren Kindern. Zitat Ende. Doch, so sollten wir fragen, welche Opfer wollen unsere Politiker und die Superreichen selbst bringen, um das Klima zu retten? Die britische Zeitung Daily Mail hat die Klimaheuchelei unter die Lupe genommen und stellte fest, während der zweiwöchigen Konferenz in Glasgow sind mindestens 500 Privatflugzeuge in der schottischen Stadt gelandet. Amazon-Gründer Jeff Bezos, der besonders gerne über den Klimawandel philosophiert, reiste mit seinem Gulfstream-Jet an. Kurz zuvor feierte er noch den 66. Geburtstag von Microsoft-Gründer Bill Gates auf einer türkischen Yacht. Ebenso mit dem Privatjet eingeflogen war Prinz Charles. Dafür aber, so argumentierte das britische Königshaus, habe seine königliche Hoheit sich persönlich für eine Umstellung auf nachhaltigen Treibstoff eingesetzt. Boris Johnson nutzte für die schlappen 643 Kilometer zwischen London und Glasgow ebenfalls einen privaten Regierungsjet. Der Grund: Er habe zu wenig Zeit, um ein anderes Transportmittel zu verwenden. Insgesamt haben die Teilnehmer des Klimagipfels zusammen mit den Beamten, Journalisten und eigens eingeflogenem Sicherheitspersonal, die meist per Linienflug anreisten, mehr mutmaßlich klimaschädliche CO2-Gase ausgestoßen als sämtliche schottischen Urlauber im gesamten letzten Jahr. Gerade die EU-Politiker, die beseelt vom Klimaübereifer, besonders gerne vom Klimaweltende sprechen, zeigen sich beim Reisen besonders CO2-freudig. Christine Lagarde, Merkel und Macron reisten alle mit ihren steuerfinanzierten Privatflugzeugen an, ebenso wie Italiens Premier und Goldman Sachs-Multimillionär Draghi,
der auch gerne den Regierungsjet für Wochenendreisen nach London oder seine 6 weiteren Ferienhäuser nutzt. Alle aber übertrumpft Ursula von der Leyen. Von der Leyen machte nicht nur gleich mehrere Privatjetreisen hin und zurück nach Glasgow. Am 21. Juni flog von der Leyen zudem von der österreichischen Hauptstadt Wien in die slowakische Hauptstadt Bratislava. Luftlinie von Flughafen zu Flughafen, 47 Kilometer. Die Bild-Zeitung berechnete den CO2-Verbrauch auf 1130 Kilogramm. Per Auto oder Zug braucht man für diese Strecke etwa eine Stunde und emittiert einen Bruchteil dessen. Nichtsdestotrotz ließ sich von der Leyen aber dennoch 67 Kilometer im schwarzen S-Klasse Mercedes fahren, denn sie musste ja in Wien zum Flughafen gebracht und in Bratislava wieder vom Flughafen abgeholt werden. Sie war also länger unterwegs, als wenn sie direkt und nur mit dem Auto gefahren wäre oder dem Zug. Die Reise kostete ungefähr 80 bis 100 Mal so viel wie eine Zug- oder Autoreise. Und die CO2-Bilanz war um den Faktor mehrerer Hunderte höher. Wann endlich merken die Deutschen, dass sie von ihren Politikern von vorne bis hinten zum Narren gehalten werden? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Gunnar Beck aus Brüssel.